So, well, Tom, baby, dabei du. Jetzt da so ein bisschen mein erstes Live-Video auf YouTube. Du darfst vielleicht auch ein bisschen wechseln an dein Land. Ich habe bis jetzt 7 Jahre lang auf Bambuser meine Live-Videos gemacht. Aber jetzt habe ich gedacht, ja, könnte da eigentlich auch mal auf YouTube das Zeug aufladen. Aber das ohne Musik halt. Das war immer das Problem gewesen, wegen dieser Musik, wegen diesen ewigen. Urheberrechts-Kabis, oder? Das ist nicht Kabis, aber einfach, ja. Immer die Verwarnungen, wenn irgendwo ist Musik kommt. In meinem Leben kommt halt sehr viel Musik raus, oder? Vor, raus. Das ist Snooze übrigens. Makla Afrikan. Nehme ich anstatt zu rauchen. Rauche keine Zigaretten mehr. Das ist quasi mein Nikotinersatz. Ui, warte. Hey, wirklich vorhin irgendwie Kollegen. Am nächsten habe ich irgendwie noch nicht können schlafen irgendwie. Und dann plötzlich habe ich so gedacht, oh, komm, warum tust du nicht mal irgendwie eben in GoPro oder irgendwie das Video machen, was dann irgendwie auflatscht auf YouTube. Und dann auf Bambuser. Qualität höher ist, du kannst ja. Oder ja, ich kann ja. Darf einfach auch keine Musik laufen, oder? Und dort, wo ich Musik laufen lasse, tue ich halt auf Bambuser. Aber ja, mein Leben ist sowieso irgendwie der letzte halt. Sehr viel irgendwie. Ja, mache ich allein Zeug, tue ich allein auch Bambuser. Es gibt diverse Kollegen halt, die. Irgendwie nicht so Fan sein, oder wenn man halt irgendwie im Internet vorkommt. Ja, dort von dem her weniger ein Problem. Aber du musst auf jeden Fall akzeptieren, du musst auf jeden Fall tolerieren, wenn das aber jemand nicht will, auf YouTube aufgeladen werden, dann soll er nicht, dann tue ich es auch nicht. Und das tue ich auf jeden Fall tolerieren und akzeptieren. Weil ich eben eigentlich sehr ein sozialer Mensch bin. Ich weiß nicht, ich muss mich jetzt vielleicht auf YouTube vielleicht auch zuerst mal so ein bisschen vorstellen neu. Ihr kennt mich natürlich nicht. Auf Bambuser ist das alles irgendwie. Ja, tue ich einfach nur noch an und reden und erzählen, oder? Von Situationen. Von Krisen zum Beispiel. Letztes Jahr hatte ich eine ziemlich grobe Krise wegen einer Frau. Das Ganze, also ja, es ist eigentlich ein halbes Jahr lang gegangen. Und jetzt haben wir in dem Sinn vorläufig den Kontakt abgebrochen. Und es hat halt eine riesen Sache gegeben bei mir, irgendwie wirklich auch, wie soll ich sagen, berührt und etliche Phasen gebracht, irgendwie. Wie das eben jeder so kennt. Und ja, ich möchte wirklich irgendwie anfangen, mein Leben irgendwie so ein bisschen öffentlich zu teilen.
Und bis jetzt war halt irgendwie ein Bambuser auch recht bequem, gewesen, weil das halt so ein versteckt war, weil das halt so etwas ist, wo man nicht sofort extrem viele Views hat, oder Leute, das schauen. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich es auf einem Weg auch so ein gemacht, eben, dass so ein bisschen, dass der engste Freundeskreis das irgendwie schauen kann und so weiter. Und irgendwie vorhin jetzt mir gedacht, hey, fuck nochmal. Ja, gang doch einfach auf YouTube und irgendwie ist es doch. Wie soll ich sagen, ich wollte einfach mein Leben dokumentieren. Ich wollte einfach mein Leben dokumentieren. Ich wollte es irgendwie der Öffentlichkeit zeigen und. Ja, schauen, was daraus raus springt, oder? Das ist irgendwie mein Ding, oder? Bevor ich nicht denke, dass ich. Wahrscheinlich die anfange. Auf YouTube halt meine Kommentare, ich nenne es immer Kommentare, wenn ich mir etwas erzähle von meinem Leben, was ich erlebt und so weiter, nenne ich es Kommentar. Dass ich das halt irgendwie auf Hochdeutsch abhalte. Weil Hochdeutsch halt etwas ist, wo viel mehr Leute irgendwo verstehen und nicht nur einfach in der Schweiz geschaut werden, sondern irgendwie. Ja, halb Europa, sehr viel verstehen Hochdeutsch, oder? Und dass wir halt da irgendwie ein bisschen anpassen, klar, es ist dann für mich nicht mehr so irgendwie, ich kann nicht mehr einfach so von Herz zu Seele irgendwie rausreden, Berndeutsch ist halt meine Sprache, da kann ich irgendwo durch am besten ausdrücken, oder, von dem her. Und wenn man sich am besten ausdrücken kann, kann man natürlich auch irgendwie die Gefühle, die man hat, und so am besten zeigen und erklären, wie sie halt sind und so weiter, oder? Ja. Durst auf Wasser. Ich hatte eine Flasche Rotwein. Ja, nicht weil ich irgendwie Alkoholiker bin, aber im Moment habe ich das Gefühl, ich sei dran, einen zu werden. Das ist halt auch irgendwo durch verbunden. Ja, mit dem Problem, das ich hatte mit dieser Frau, es ist einfach die ganze Geschichte, die mich irgendwie halt irgendwie hat daher gebracht, wo ich heute stehe, wo ich jetzt bin und was ich heute mache. Auf Bambus habe ich das alles schon erklärt, da ist die ganze Vorgeschichte drin, da ist die ganze Situation drin. Und alles, das ist alles irgendwo durch recht genau beschrieben. Und jetzt gehe ich dort noch eine Stufe weiter. Wahrscheinlich auch durch den ganzen Sommer. Und wirklich erklären, eben was abläuft. Und wo du immer extrem halt einfach irgendwie die Wahrheit erzählen. Oder wirklich das, was abläuft. Einfach das, was ich fühle, das, was ich spüre. Klar kann ich nicht alles. Oder will ich irgendwo nicht alles. Oder ich habe auch irgendwo durch. Wie soll ich sagen, sicher noch wie eine Privatsphäre, wo ich sicher nicht alles einfach so erzählen und so weiter, oder? Das gibt es bei mir auch irgendwo so eine Grenze, oder? Aber die Grenze, die ist halt sehr hoch. Und vor allem, ja, halt, die Grenze fällt halt irgendwo durch auch bei Kollegen an, die halt das nicht wollen, wo irgendwie an dem irgendwo nicht teilhaben will, was ich auch verstehe. Das ist jedem sein Ding. Wenn er da dabei sein will, darum frage ich auch gerne vorher. Sagen, ob es in Ordnung ist.
wenn ich jetzt eben irgendwie auf Bambuser oder auf YouTube halt irgendetwas aufnehme, wenn andere Leute dabei sind. Im grösseren Stil kann ich nicht jeden fragen, wenn ich irgendwo an einem Festival bin oder so. Das ist klar, das geht dann nicht. Nicht ganz. Und aber eben, jeder kann mir jederzeit irgendwie sagen, wenn er irgendwie drin vorkommt, ungewollt oder was auch immer. Er will das nicht und dann nehme ich das auch sofort wieder raus. Oder? Von dem her. So fair bin ich und so sozial bin ich. Aber gleich wollte ich das irgendwo durch, halt irgendwie durchziehen und weiterfahren und weiss nicht, vielleicht ja, berühmt werden mit dem, also keine Ahnung, also ich bin der gleich eingestellt wie alle anderen auch irgendwo durch, oder mir gefällt das auch, wenn Leute meiner Videos gefallen und ich tue das sicher auch irgendwie auf eine Art probiere ich irgendwie etwas Gutes irgendwie zu bringen und so weiter. Aber es soll schon hauptsächlich irgendwie halt mein Leben umschreiben. Oder es ist, ich will wirklich eigentlich von meinem Leben erzählen, wie es ist. Und logisch, wenn man. Das ist ganz klar, wenn man anfängt, sein Leben irgendwie auf YouTube aufzuladen und so weiter, erzählt, wie es ihm geht und so weiter, dass man dann ab diesem Punkt sich auch verändern, sich vielleicht auch einstellen auf das Publikum, was will das Publikum, was soll das Publikum sehen, oder was wäre noch cool und so weiter, oder? Also ja, nicht nur, also ich will das nicht nur sein, aber es gibt sicher eine Veränderung, also es gibt sicher eine Durchmischung von dem Ganzen, das ist ganz klar für mich. Irgendwo durch. Es gibt eine Durchmischung, oder? Es ist, ich bin nicht ganz der gleiche, oder nicht mehr ganz der gleiche, wie wenn ich das eben halt nicht mache, oder? Und ich bin, muss ich auch klar sagen, im Moment halt irgendwo in einer Phase, so in einer völligen Neuentwicklung. Ich schaue alles anders an, ich will nicht mehr gleich sein wie vorher, ich tue sehr viel verändern, ich will sehr viel in meinem Leben verändern, irgendwo durch. Ich will irgendwie viel noch sehen, ich will viel noch erleben, ich will viel noch zeigen. Und vor allem, ja, was irgendwo durch meine Spezialität ist, sind halt Deep Talks in dem Sinn. Also Reden irgendwie, wo ich irgendwie tiefe Gespräche führe, oder? Also Sachen auch analysieren von meinem Leben und vom Leben von anderen und vom Leben von der Gesellschaft, vom Leben hier in dieser Umgebung, hier in der Schweiz oder hier in Bern. Das sind alles Sachen, wo ich irgendwo durch will, öffentlich machen. Also ich habe das Gefühl, es hängt irgendeinen Sinn. Und zwar nicht nur einfach der, um irgendwie berühmt zu werden, sondern es hängt irgendeinen Sinn, meine Gedanken, meine guten Gedanken weiterzugeben und den Leuten zu präsentieren. Ob sie es dann schauen oder nicht, ist ihr Bier, oder? Das ist ganz klar. Das ist jedem freigestellt. Ich will niemanden in diesem Sinn verändern, aber ich will irgendwie Fakten darlegen. Ich will irgendwie sagen, wie es ist. Ich will irgendwie sehr viel erklären von meinen Erlebnissen, von meinen Erfahrungen und so weiter, oder? Das ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen. Und ich glaube, heute ist irgendwie so ein Starttag, wo ich das wirklich irgendwie anfange zu vergrössern. Von Bambuser, eigentlich im kleinen Rahmen, fange an auf YouTube übergehen und vielleicht auch ja, mehr Werbung machen in dem Sinne. Also in erster Linie einfach irgendwelche Leute in meiner Umgebung und so weiter. Einfach sagen, du, schau dort und dort kannst du schauen, dort erzähl mein Leben und so, oder? Und erzähl ich so gute Gedanken und Sachen, die ich irgendwie
philosophieren und all so Zeug, oder? Und natürlich auch, ja, sicher irgendwo mit der Hoffnung, um die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Das ist irgendwo auch das Ziel. Es würde ein bisschen übertrieben tönen, wenn ich sage, die Welt besser machen. Aber wenn ich schon nur irgendwie ein paar Leute von mir erzählen kann, und nicht nur von mir persönlich, sondern von meinen Gedanken, wie ich das Ganze sehe, wie ich das Ganze analysiere, wie ich dort wirklich tief graben in der Gesellschaft. Hat wirklich vielleicht der eine oder der andere gedacht, hat das so einen Aha-Effekt. Und kann irgendetwas auch in seinem Leben irgendwie besser machen, oder? Dank mir. Oder anders anschauen, es geht ja um das. Von dem her. Ja. Aber ja, da bis jetzt auf meinem Kanal halt mehr so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ja, von Partys irgendwie berichtet und wurde Dings gemacht und jetzt wollte ich wirklich langsam anfangen, auch mein Leben eigentlich auf YouTube zu tun. Oder mein Leben einfach mein Tagebuch, oder muss ich mir vorstellen. Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, zum Anfang, ich filme mein Leben seit ich 14 bin. Das heisst 1989. Ich bin jetzt 41, werde das Jahr 42. Und seit 1989 habe ich 40'000, ungefähr, vielleicht sind es so 50'000, ich weiß es nicht mehr inzwischen. Ich sage einfach gegen 40'000. Schon jahrelang sage ich das. Ich weiß die genaue Anzahlstunde, ehrlich gesagt, nicht. Videomaterial von meinem Leben. Also hier haben sie schon nur 4'500 VHS-Kassetten. Vor Zeit von... Nein, VHS, ja, von Anfang an, 1989 bis etwa 2006, 2007 habe ich auf VHS noch.